Jetzt, wo die Tage wieder länger und wärmer werden und die Hitze teilweise unerträglich wird, suchen viele Menschen nach einer Erfrischung für zwischendurch. Vor allem Wassermelonen sind im Sommer sehr beliebt, doch auch bei dieser natürlichen Erfrischung solltet ihr aufpassen. Es gibt Melonen, die eurer Gesundheit erheblich schaden können. Wenn die geliebten Früchte so aussehen und beim Aufschneiden größere Risse und Löcher aufweisen, solltet ihr nicht zögern und den Weg zum Mülleimer nicht scheuen. Die unebene Oberfläche stammt von einem Wachstumsmittel, das den Melonen gespritzt wird. Man kann diese Entwicklung mit der Entstehung von Schwangerschaftsstreifen vergleichen. Diese entstehen, wenn der Bauch zu schnell wächst. Ähnlich ist das Ganze auch bei den Melonen. Wenn sie zu schnell groß und reif werden, entstehen die bekannten Löcher und Risse auf der Fruchtoberfläche. Die gespritzte Substanz ist laut Experten viel gefährlicher als zunächst erwartet. Sie kann neurologische Störungen und sogar Krebserkrankungen fördern. In Deutschland wird dieses Mittel zwar nicht gespritzt, doch in China, wo viele Melonen gepflanzt werden, die wir hier im Supermarkt kaufen können, ist der Einsatz noch nicht verboten. Dann lieber etwas mehr Geld für Bioqualität ausgeben und seine Gesundheit bewahren.